Also, wir sind aus den Heiligen Schriften, verstehst? Wenn ich sie so aufgeschlagen hatte, die Zettel, die Blätter rausgefallen. Wie loses Papier, verstehst? Verlaut auf, dass ich sie schon gelesen habe. Ich habe sie schon 5 oder 10 Mal neu gekauft, aber immer wieder so lang studiert, bis sie zerrüttet waren, verstehst? Und so sage ich, was wäre, wenn du gar keine Schriften hättest? Dann sage ich, ja, ist eh wahr. Muss denken bei der Vielzahl, bei der Millionenvielzahl von Anordnungen, Befehlen, von Erlässen und von Erneuerungen, von Amendments, von bürgerlichen Gesetzbuchen, Aktiengesetzbuchen, Völkerrecht und Handelsrecht, Gebräuchen, Sitten, Usancen. Da könnte man sagen, ja, alles, was geschrieben steht, interessiert mich gar nicht. Und deshalb ist die Nachlese sehr wichtig. Also das milde Herz des Mitmenschen, der Tabak, der gar nicht aufgeschrieben stehen muss und dennoch zählt. Das ist zum Beispiel das Recht auf Leben. Jedes Geschöpfes, ob es ein Kätzchen sei, ein Hündchen, verstehst, oder ein Küken. Das heißt, wenn du einmal in Not gerätst und du drohst zu verhungern oder zu verdursten, oder in den Hagel zu geraten, oder im Wetter, verstehst, dann darfst du Schutz suchen, gleichgültig wo du bist. Selbst dann, wenn du irgendein fremdes Eigentum in Anspruch nehmen musst, da musst du halt später wieder zurückzahlen. Oder reparieren, falls du wo eindringen musst, verstehst, einen Heuschober, damit der Hagel dich oder der Blitz dich erschlägt, verstehst. Dieses Recht hast du zugestanden von der Majestät Gottes, als ein Geschöpf, das Ressourcen verbrauchen darf, um zu überleben. Verstehst? Das Überlebensrecht. Und so, wenn dir jeder das gestattet wenigstens, dann dürfte es in Wirklichkeit nicht so viele Übergriffe geben. Das, was eine Katze darf, darfst du auch. Oder das, was ein Pferd darf, oder das, was ein Vogel darf. Das solltest du zumindest auch tun dürfen. Deshalb pflegen die Geschöpfe, liebenden Veterinärmediziner zu sagen, nimm dir ein Beispiel von diesem Geschöpf oder von jenem, vom Pferdchen oder vom heißgeschätzten Krokodil oder vom Nilpferd oder vom Lachs oder von der Seeschnecke, vom Oktopus oder vom Känguru mit der mütterlichen Tasche